Komm bald wieder, Baba. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Video. Kennt ihr? Ich finde das so frech, kommt bald wieder, weißt du? Ja klar, weil Pokémon werden bald wieder übel zugerichtet sein und verrecken. Ich komme gerne wieder. Spaß, ja! Blöde Kuh, was gibt's? Kann ich mit dir? Ich kann mit dir jetzt schon zur Eiseninsel. Interessant. Kein Problem! Fremder willst du irgendwo hin? Ja klar, kein Problem. Los geht's. Aber erstmal machen wir mal storytechnisch. Oder ist das ein Fehler, wenn ich das jetzt mache? Ich weiß es nicht. Gehen wir mal hoch. Es wird auf jeden Fall viel gelabert. Ich hasse viel labern. Hey, yeah. Hey, okay, let's go. Achso, das war ja nicht der Ober. Also gut, Oppi. Ich habe lass immer die Stimmen wechseln, ist kein Problem. Ich kann mich sowieso nicht dran erinnern, wenn ich jemandem eine Stimme gebe, also egal. Ich habe Grey mitgebracht, wie ich es gesagt habe, und nun bin ich auch schon wieder weg. Ein benutzt Horrorblick. Ja, ich verstehe schon. Männlich sind alle. Ich erinnere euch, dass ihr mir schon studiert. So redet der für mich. Der sagt mir jetzt zweite Wort so ein bisschen. Aber ich möchte nur dir mit meinem Geheimtauchen auf. Alte Männer nuscheln auch, okay? Alte Männer nuscheln komisch. Glaube ich. Da muss ich kurz einwenden. Ne, was kann ich denn einwenden? Ne, ich weiß nicht. Ja gut! Arceus könnte gute Entwicklung gebrauchen, hast du recht, alter Mann! Jetzt habe ich die Stimme schon wieder vergessen. Seht ihr, ich bin nicht schlau. Sollen drei Illusionen-Pokémon leben? Wenn wir Daten über diese bekommen könnten, würde das vielleicht etwas Licht auf den Prozess der Entwicklung von Pokémon werfen. Ich bin diejenige bei dem Unternehmen, die Hilfe für jedes einzelne von euch. Auch dir, Weibstück, und dir, Blondie-Pokémon-Gesicht. Helfen mir, die Pokémon zu finden, die als Illusion-Pokémon gelten. Mew? Hey, was ist das denn? Wieso habe ich keinen Pokédex? Was ein Mongo, Lutz, du bist ein Mongo, weißt du. Und wer ist aus dem Labor gerannt, wie von einer Tarantel gestochen? Hätte er das Wort Weberack benutzt, wäre das so geil gewesen, wie es sich gehört. Ah, es ist längst Schnee von gestern. Und ein guter Trainer, es wäre auch wichtig, Pokémon mit eigenen Augen zu sehen. Horrorblick. Sie können auf mich zählen, ich werde mit dem Pokémon... Hört auf zu reden. Die drei sehen und ihr seid drei Trainer. Wow, Alter. Zum Glück ist er so weise, sonst wäre diese Gleichung nie zustande gekommen. Teilt euch aus, dass jeder einen See untersucht. See der Wahrheit, ja, das ist bei uns in der Nähe von Heimat. Kack. See der Stärke ist bis Blitz nach oben. Schön, dass ich da nicht hin muss. Allerbeste bist. Guck deine Hackfresse an. Dun, dun, dun. Sollt ihr alle unverletzt? Ja, weiß nicht, hat ein bisschen meinen Pupsi vibriert, ich weiß auch nicht. Ey, mach mit Augen diesen Ort. Ja, also, hallo, nehmt mich mit. Hallo, vielleicht bin ich querschnittsgelähmt. Plötzlich, wegen dem Erdbeben. Oh, jetzt laufe ich selber. Mein Gott, niemand trägt mich. Es gab wohl ein kleines Erdbebenchen. Über die ganze Region übrigens. Dieses Beben, das hat keine natürliche Ursache, das weiß ich, weil ich alt bin und alles weiß. Leute, das ist riesig passiert am See der Kühler, es ist eine Mega-Explosion gekommen sein, erstens. Selbst wenn! Wie kamen die Nachrichten so schnell da an? Da war doch kein Kamerateam vor Ort, oder? Weil das, was da vor Ort war, war ja nur ein Fake, das Team... Egal. Weißt du, Zischbum. Ja, da kannst du wieder gehen, unwichtige Nebenrolle. Obi, ich gehe zu sehr stark. Ich habe da ein ungutes Gefühl. Teleport! Der läuft jetzt eine Weile. Dieser Lutz kann wohl niemals still sitzen. Nein, ich glaube, der hat echt Weberax im Arsch. Greg, ich möchte mir so eine sehr Kühnheit. Ich habe keine Ahnung, was so passiert. Du musst es herausfinden. Woher weißt du? Achso, das hat er gerade gesagt. Und dann nichts, was gefährlich werden könnte. Mein Gott, ich habe einen Wiederflor. Ja, ja, ihr kommt dann nach, weil ihr so gut helfen könnt. Muss ich nicht alle retten? Muss ich nicht zu jedem See und dann alle retten? Egal, fuck you, ich habe keinen Bock mehr auf euch. Ich gehe zu Eiseninsel und trainiere. Tschüss, Mami. Habe ich Pokébälle?
Ich glaube, ich habe noch ein paar Hyperbälle von letztens. Während der jetzt schön Zug fährt, schenke ich mir mal ein Stückchen ein. Ein bisschen Durst. Naja. Toff, 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 toff. Bin da. Kein Problem. Bah. Oh Gott. Das war eklig. Oh. Weh. Ah, mein Ohr. Okay, irgendwas hier. In meinem. Naja, das Winzamulett ist jetzt nicht absolut. Naja, scheiße, denke ich mal. Wo ist es denn? Er kann von mir aus Couples tragen. Dem ich wieder nicht in Toxic Orb für die Arena gegeben habe, aber ich habe Couples ja auch überhaupt nicht benutzt. War ja nicht immer der alte Mann drin? Und gibt mir ein Eisen um, oder wie heißt das? Eisenmann. Das, was Xerox entwickeln lässt und Stalos. Also Sichlor zu Xerox und Onyx zu Stalos, versteht ihr? Gut. Stimmt, wir müssen hier was fangen! Und das ist ein. Alter, wie geil! Alter, daran habe ich gerade gar nicht gedacht, aber ich freue mich, Los geht's, erstmal ein Schlafpüderle. Ja, gut. Schade, dass das Ding noch nicht ruhig, weil. Hat. Oh. Alter, du Arschgesicht! Gut, Mutti. Danke, Putzi. Du schläferst das jetzt ein. Du kannst mit Aquaknarre hitten. Na. Was scheiße, ist so blöd. Der kriegt natürlich den First Turn Freeze auf mein dieser Floor. Ich mit sowas muss ich arbeiten. Wehe, das passiert jetzt. Wenn das jetzt passiert, Tyrakrok. Ich hätte das direkt nicht trinken sollen. Gut. Und es trifft. Halleluja, Mutter. Tyrakrok finde ich gut. Ist ein gutes Pokémon für den Ersatz. Hat keine Psycho-Schwäche. Wunderschön. Ich habe immer noch im Kopf, dass dieses Quapuzzi Aquaknarre hat. Ich weiß nicht warum. Übrigens, die vierte Generation ist die erste, wo ich sage, Aquaknarre hat einen Sprite, den man wirklich benutzen kann. Weil bisher, ich muss mal ganz kurz was checken. Bisher war das immer so, die Aquaknarre. In der ersten Generation waren es zu Tropfen und in der zweiten. In der dritten Generation war es so ein kleines Bällchen, aber hier ist halt wirklich eine Aquaknarre, wie man es sich vorstellt. Surfer hat 95 plus Stab minus Ding, was 40. Was heißt der Zertrümmerer? Wird schwächer sein. Das ist gut, das wollte ich wissen. Ich schlafe, Mama. Okay. Oh, ja, gut. Ich glaube, ich werfe jetzt auf den Ball. Ein Impergator wäre ein wunderschönes Pokémon. Wäre wunderschön. Netzball. Nein, das hast du nicht verdient. Tut mir leid. Tyrakrok ist auch so ein übersehenes Pokémon, weil Kanimani ist süß, Impergator ist cool und Tyrakrok ist halt da dazwischen. Das Blöde ist, ich weiß jetzt nicht, ob das nochmal ein Ding aushält. Was habe ich denn noch für Attacken? Nichts, was ich wirklich einsetzen kann. Von dir noch den Egelsamen. Aber naja. Ich will euch gerne so fangen. Ich habe zwar nur Timerbälle. Wenn alles für den Arsch ist, habe ich Timerbälle. Deswegen beißt mich ziemlich kräftig an. Hypnotisier es. Gut, Quapuzzi ist langsam. Hab's verstanden. Oh Mann. Wie funktioniert nochmal die Timerwelle? Ich weiß nicht, aber ich bin glücklich, dass ich sie gekauft habe. Ich werfe jetzt einfach ein. Tatsächlich ist nicht der Ball, in dem ich mein Impergator sehen will. Ein Hyperball eigentlich auch nicht.
das auf richtig geht. Was? Ich hab grad nicht hingeguckt. Soll das wieder lange dauern wie bei Skunkapu? Ich trau mich nicht nochmal anzugreifen. Lass dich fangen. So, los geht's. Los geht's. Eins. Fuck you? Was ist falsch mit dir? Hey. Ja gut. Minimum Speed. Jetzt werde ich wegen den ganzen Bissen und Eisfängen zurückschrecken. Oder jetzt setzt nochmal Grimasse ein. Da geht natürlich auch. Ich werde dich rauswechseln, was dann ändert. Mein Quapuzzi macht dich. Allerdings, das soll es nicht tun. Stimmt. So. Werfen wir mal nochmal einen Hyperball. Weil ich echt vergessen habe, wie die Timerbälle funktionieren. Dialga ist ein cooles Pokémon für den Timerball. 2, 3 und ja. Yay! Das Geile ist, ich habe ja fest damit gerechnet, dass wir auf der ersten Route kein Pokémon kamen, bis unser Knilz kam, weil da war ja sofort Impagator. Das Glückliche ist, dass ich dann das Knilz bekommen habe. Jetzt habe ich den einen Tag nicht gelesen. Ja gut. Yay, Tyrakrok. Nochmal ein Starter. Jetzt muss ich mich aber kurz um meine Pokémon kümmern, so geht das nicht. Habe ich so eine Eis-Auftaubeere? 3. Nein, ich will dich nicht prüfen, ich will dich einsetzen. Fuck you. Yay. Aber heilen muss ich euch nicht. Aber ich würde sagen, falls euch diese Folge gefallen hat, dann doch bitte positiv bewerten, kommentieren, abonnieren und wir sind in der nächsten Folge, in der wir hier ein bisschen rumlaufen. Und vielleicht einen Wasserstein irgendwann finden, das wäre voll cool. Terminus raus, bis zum nächsten Mal und tschüss.